Halle an der Saale, Bahnhaltepunkt Rosengarten, über der Merseburger Straße, dem Weg nach Süden. Komplette Sperrung am ersten Wochenende im Februar 2021 für Kraftfahrzeuge, für die Straßenbahn, für Radfahrer und Fußgänger. Drei alte Bahnbrücken über die Straße müssen weichen, mitten in der Nacht. Der Grund: die darüber führende Bahnstrecke Richtung Westen, die Kasseler Schiene, wird auf 6 Kilometer Länge erneuert. Gebaut werden knapp 40 Kilometer Oberbau und 9400 Meter Oberleitung, 3000 Meter Lärmschutzwände, längere Bahnsteige am Haltepunkt Rosengarten, in einem straffen Programm bis Ende des Jahres. Dann sollen die Züge hier wieder rollen. Die erste große Bauaktion beginnt hier am Bahnhaltepunkt Halle Rosengarten. Jetzt der Aushub der Rosengarten und der Argentinierbrücke. Um die Eisenbahnüberführung Argentinierbrücke heben zu können, kommt einer der größten Mobilkräne zum Einsatz. Er kann mit einem Eigengewicht von 200 Tonnen bis zu 1200 Tonnen heben. Zunächst jedoch wird der Aushub der Eisenbahnüberführung Rosengartenbrücke vorbereitet. Eigentlich sind das zwei nebeneinander liegende Brücken. Denn diese Überführung kann nicht in einem Stück entfernt werden. Dazu werden die einzelnen Stahlsegmente mit Schneidbrennern vom Brückenfundament getrennt, um sie anschließend ausheben zu können. Nachdem die Brückensegmente befreit sind, beginnt nun der Aushub der insgesamt 4 Segmente. Die 1914 errichtete Brücke hat bis ins hohe Alter ihre Funktion erfüllt. Jetzt muss sie erneuert werden. Die Spannung steigt, auch bei Projektleiter Thomas Lukowiak. Vorsichtig wird das erste 20 Meter lange und mehrere Tonnen schwere mittlere Segment aus der Brückenkonstruktion ausgehoben. Nun folgt das vordere Brückenteil. Doch manchmal gibt es kleinere Hindernisse, die man ohne schwere Technik sozusagen zurechtwackeln kann. Über mehrere Stunden folgen nun auch die übrigen Teile der über 100 Jahre alten Brücke. Ein bisschen sträubt sie sich. Dabei muss ab und an etwas nachgeschnitten werden. Anwohnende aus 100 Haushalten wurde wegen der rund um die Uhr Arbeiten eine Hotelübernachtung angeboten. Viele ließen sich das Schauspiel aber nicht entgehen. Zu guter Letzt schwebt das letzte Brückensegment am Haken auf die vorbereitete Ablagefläche, bevor nun in den frühen Morgenstunden die 70 Tonnen schwere Argentinierbrücke, der Höhepunkt der Nacht, ausgehoben werden kann. Die massiven Stahlseile müssen sicher und exakt an der alten Brücke befestigt werden. Sie tragen ausbalanciert die gesamte Last. Alle Beteiligten erwarten mit Spannung, ob der Aushub der 25 Meter langen Brücke reibungslos gelingt. Es ist geschafft. Um 7.14 Uhr hebt der gewaltige Kran die 80 Jahre alte Brücke in einem Stück erfolgreich auf ihren vorgesehenen Lagerplatz, wo sie in transportable Einzelteile zerlegt wird. Nach einer langen und kalten Nacht ist der Haltepunkt Halle Rosengarten zum ersten Mal seit Jahrzehnten fast brückenfrei. Bis auf die Rohrbrücke der Fernheizung. In den nächsten Monaten werden die Bahnsteige verlängert, der Zugang für die Reisenden verbessert und auch die Barrierefreiheit durch den Neubau der Rampe optimiert. Damit die Anwohner besser vor Lärm geschützt werden, erhält der Haltepunkt neue Lärmschutzwände und natürlich, zusammen mit der Stadthalle geplant und finanziert, neue Bahnbrücken. Breiter und höher für Kraftfahrzeuge, für die Straßenbahn, für Radfahrer und Fußgänger.